Samstagnacht herrscht Alarmstimmung in deutschen Diskotheken. Es wird gestritten, geprügelt und gedealt. In Berlin sorgt ein mobiler Sicherheitsdienst für den Schutz der Gäste und bestimmt, wer in die Disco reinkommt und wer nicht. Das ist immer eine Fläche. Nach Lust und Laune wird hier ausgemustert. Also die Türsteher sind Schweine hier. Idioten, ich hab keine Ahnung. Weil man sieht, dass Reden eigentlich gar nicht mehr geht, weil er aggressiv ist und rumschlägt und versucht, Angriffe zu starten. Dann kommt er natürlich sofort, wird er sofort rausgeschmissen. Schlägereien gehören zum Berufsrisiko. Wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Kein Job für Verlierer, das ist ein Job für Männer. Auch in sozialen Brennpunkten der Hauptstadt ist der Sicherheitsdienst gefordert. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los und deshalb gehe ich alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Ja, mit der ständigen Präsenz der Security ist es möglich, hier ein einigermaßen großes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber eins ist klar, wenn die Security hier nicht mehr anwesend wäre, würde wieder der Krieg ausbrechen, der hier ist. Vorbereitung für die Nachtschicht. Die Sicherheitsprofis Willi Brunnemann und Michael Kuhr sind ein eingespieltes Team. 11 Patronen stecken im Magazin der Pistole Marke Glock, eine im Lauf. Kaliber 9 mm. Bei gefährlichen Einsätzen ist der Chef der Sicherheitsfirma immer bewaffnet. Man muss immer damit rechnen, dass was passieren kann. Und fast alle meine Türsteher, die haben eine Schussweste. Weil jetzt kann einer angreifen mit einem Messer oder mit der Pistole und wir haben einen sehr gefährlichen Job. Und unser Leben kann die Schussweste halten. Bevor Willi Brunnemann in die Sicherheitsbranche wechselte, war er 15 Jahre beim SEK. Wir beide kennen uns schon sehr lange und fahren in diesem Bereich der nächtlichen Überprüfung die einzelnen von uns betreuten Diskotheken bzw. Baustellen etc. ab. Und dort bin ich tätig auch unter anderem als ein direkter Schutzfahrer und Berater. Ihre erste Station, das Palace, eine Diskothek im Berliner Stadtteil Wedding. Es gibt in jedem Laden Stress, irgendwann. Hier vermehrt. Also ich kenne keinen Laden, keine Diskothek, wo noch nie Stress war. Gibt's nicht. Passiert immer irgendwie was. Entweder mitwillig oder wenn sie betrunken sind. Seit 7 Jahren sorgen sie in der Großraumdiskothek für Sicherheit. Neben dem Palace hat er seine Mitarbeiter noch in 5 anderen Diskotheken und der Spielbank Berlin eingesetzt. Freitags ist Großkampftag im Palace. Bis zu 2000 Besucher strömen in die Disco. Bevor sie den Tanztempel betreten dürfen, werden sie von den Türstehern gemustert. Der Chef macht sich ein Bild von der Sicherheitslage. Die Regeln für den Einlass bestimmt der Geschäftsführer der Diskothek. Mit der Tür steht und fällt im Prinzip das, was man hier im Laden für Menschen hat. Das heißt, für uns ist wichtig, welches Klientel wir haben. Das heißt, damit steht und fällt auch der Ruf des Ladens und das Image einfach. Die Türsteher übernehmen das Aussortieren für 12,50 Euro die Stunde. Wer abgewiesen wird, erhält nur selten eine Erklärung. Kann nicht gepasst, nicht mehr im Laden. Wir haben so ein bisschen Will von den Leuten, die rein sollen und die nicht. Und wir wissen auch, wie manche Leute sich verhalten, gerade wenn sie dann was getrunken haben oder so. Man hat da schon so ein bisschen Auge für. Da, deshalb war meine Meinung, dass sie nicht wirklich reingepasst haben. Warum nicht konkret? Erstens von der Optik her sahen die nicht wirklich gut aus, haben sie uns nicht gefallen. Und zweitens, ja, wie gesagt, ist halt die Erfahrung, gerade mit Ausländern, dass viel Stress ist, gerade wenn sie was getrunken haben. Wer schon betrunken kommt, kann gleich wieder gehen. Oh, nicht schon kurz knapp. Aber anders gefahren. So, den sind schon überhaupt weg. Ich habe zwar über den Luft gefunden. Wir haben ihn gesehen und dann kommen wir. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich ihn bitte Eier gemacht würde. Oder? Zum Beispiel? Ich kenne mich doch nicht, oder? Ich wovon hängt es denn an? Dieses Argument will ich wissen von dem Leuten. Keine Ahnung, ja, das ist abgefuckte Disco, Alter. Keine Ahnung. Schwarze Haare. Schwarze Haare, aha. Manchmal das Finger, Alter. Sollen wir unsere Haare jetzt färben oder andere? Nach Lust und Laune wird hier ausgemustert. Der hat ihn mindestens schon 20 Mal an der Tür abgewiesen und 50 Mal hat er ihn reingelassen.
Ja? Und jetzt kommt er mir mit dem Argument, ich kenne ihn gar nicht. Da muss man eine richtige Linie durchziehen. Entweder weiß ich von vornherein, er lässt ihn nie rein. Dann versuche ich es auch nicht nochmal, aber da kann ich dreimal ihn reinlassen und dann lässt er ihn zweimal wieder nicht rein. Was soll denn jetzt sein? Guck mal, für mich ist jetzt mehr oder weniger der Abend gelaufen. So, auch wenn ich jetzt woanders hingehe, bin ich auch schlecht gelaufen. Es geht jetzt darum, dass Tim den Eindruck haben, dass sie eben stark betrunken sind. Aber ich wusste noch lange nicht, dass ich den Laden irgendwie blamieren würde. Okay? Nicht blamieren, aber es kann sein, dass sie trotzdem aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage sind, eventuell die Stoppe normal runterzukommen und runterzukommen. Zum allerersten Mal heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwelche Schlägereien machen würde, oder? Das kann aber sein. Wie viel willst du denn noch drin trinken, möchte ich mal gerne wissen. Wenn du noch ein Bier trinkst, dann trittst du einem auf den Fuß oder machst eine falsche Bewegung und dann nimmst du eine Schlägerei. Dafür habe ich ja Verständnis. Wieso kommt der nicht rein? Das ist halt, was ich gerade hier erfrage. Argument. Aufgrund des Aussehens. Alkohol ist, von außen redet doch keiner. Also du kannst höchstens vielleicht noch ein Bier trinken, dann liegst du flach. Meistens ist es verbal, meistens wird es dauert. Aber in ganz groben Fällen kommt es natürlich auch zur Schlägerei. Wenn der Mann eben extrem betrunken ist oder eventuell auch Drogen genommen hat wie Kokain, dann sind sie ja unberechenbar. Und dann kann es schon eskalieren und dann kommt es auch zur Schlägerei. Die hat man ja hier schon oft genug gehabt. Bevor Michael Kur mit seinem Sicherheitsteam das Palace übernahm, gab es jedes Wochenende Schlägereien, Überfälle und Messerattacken auf die Türsteher. Als Türsteher irgendwo zu arbeiten, egal in welcher Diskothek, ist immer ein sehr großes Risiko, weil immer die Gefahr besteht, dass irgendein Durchgeknallter da ist, weil er eventuell abgewiesen wird oder weil er der Meinung ist, sich zu profilieren, dass es da zum großen Teil kommt. Also das ist wirklich der Job als Türsteher ist sehr gefährlich. Viele Diskotheken sind rechtsfreie Räume und die Schlägertrupps oft Handlanger von Schutzgelderpressern. Erst übernehmen sie den Job an der Tür und später den ganzen Laden. Gängige Praxis in der Berliner Diskothekenszene. Im Umgang mit Schlägern und Messerstechern geht Michael Kur seinen eigenen Weg. Wir haben ja eine Politik, die sich absetzt von den anderen. Wenn es zur Streiterei kommt, sprich zur Schlägerei, halten wir, oder zumindest versuchen wir, denjenigen festzuhalten, der Polizei zu übergeben und machen eine Anzeige. Wegen Bedrohung, wegen Nötigung, versuchten Hausfriedensbruch. Das ist natürlich für die eine härtere Bestrafung, als wenn sie jetzt eine große Tracht Prügel von uns bekommen. Berlin-Spandau kurz nach 23 Uhr. Die Disco Star Island hat erst vor wenigen Monaten eröffnet. 6 Türsteher regeln den Einlass. Gerade am Anfang will man hier kein Sicherheitsrisiko eingehen. Der Laden muss sein Publikum erst noch finden. Die Türsteher wissen genau, wen sie wollen und wen nicht. Ja, müssen sie ausschreien. Party. Keine Aggressivität wollen wir hier sehen. Die Leute sollen dringend keine Angst bekommen. Die Leute wollen hier feiern, die wollen ein bisschen Spaß haben, die wollen ihr Geld ausgeben. Die wollen nicht zu locker aussehen, nicht zu sportlich, auf gar keinen Fall. Und ich denke mal, die Publikum haben wir auch. Also gegen sportlich einzuwenden. Ja, sportlich verleitet doch schnell. Ich denke, Jogginghose aber schnell mal einen Fußtritt oder sonst so wie was. Oder ist mir ja, die Sachen sind, haben sowieso nicht so großen Wert, als wenn ich eine Bundfaltenhose habe oder teure Schuhe, Budapest oder so, dann trete ich mal schnell zu. Muss nicht unbedingt sein. Aber der Gesamtbild verändert sich auch dadurch. Lieber eine legere Armgarderobe, dann passt doch alles. Das ist eine andere Situation. Das ist Wedding. Hier ist Spandau. In jeder Diskothek herrschen unterschiedliche Kleiderordnungen. Wir bekommen das ja vorher schon von der Geschäftsführung. Die sagen, wir wollen ein bestimmtes Publikum haben. Und nach diesen Regeln säubern wir praktisch den Laden. Das heißt, wenn der Geschäftsführer sagt, keinen mit Turnschuhen, dann lassen wir keinen mit Turnschuhen rein. Oder keinen mit Jeans. Gepflegte Garderobe, dann lassen wir eben halt nur mit Garderobe rein. So selektieren wir eben halt nach den Bedingungen, nach den Vorschriften und Wünschen vom Geschäftsführer. Fallen dem Sicherheitsexperten außerdem Straftaten auf, informiert er die Polizei. Die bekommen von mir Informationen, wer Stress macht, wer versucht, eventuell seinen Schutz dort anzubieten, wer eventuell versucht, Drogen zu kaufen. Die Informationen werden von mir weitergegeben. Und das ist nicht der normale Weg von Sicherheitsfirmen in der im gastronomischen Bereich, weil alle irgendwo versuchen, selber noch irgendwo in den Marken hierbei zu verdienen. Der ehemalige Kickbox-Weltmeister hat klare Vorstellungen, wer bei ihm arbeiten darf.
Oh, welche Männer? Das heißt, Leute, die auch das Herz an der richtigen Stelle haben. Ja, das zeigt sich dann erst im Gespräch, haben sie alle Mut und kennen alles. Und wenn die Leute arbeiten, die erste Stresssituation ist da, das kommt zur Schlägerei, passiert es oft, dass die Leute dann eben halt weg sind, auf Toilette sind oder kurz ein Getränk genommen haben, aber nicht da sind, wo die Stresssituation ist. Das heißt, sie haben Angst. Und wenn ich das merke, dann werden sie natürlich sofort entlassen. Weil an der Tür, der Job ist hart, ist brutal mitunter und man braucht das Herz hier. Und wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Weitere Voraussetzungen: Die Mitarbeiter müssen über 25 Jahre alt sein, ein sauberes Führungszeugnis haben und Kampfsport betreiben, damit sie sich im Ernstfall verteidigen können. Ein paar Gangs haben uns angegriffen mit Baseballschlägern, Messerwaffen. Letzte Woche, vor 3 Wochen, wurde ich mit einer Machete bedroht von einem Albaner. Ja, nur solche Sachen, ich stehe rein. Was macht man da, wenn einer frontet mit einer Machete? Nicht den Rambo spielen und rausgehen und 1-2-1 gegen 1, sondern 1-1-0 Polizei rufen am besten. Und im schlimmsten Fall, da muss man sich wehren. Deswegen trainieren wir auch. 4-mal die Woche, das wird vom Chef erwartet. Es ist Arbeit wie eine auch, wo ich mich auch auf dem Bau mit einer Schleife verletzen kann oder im Betonrinnen falle oder sonst was. So kann es auch passieren, dass ich auf die Nase kriege oder dass ich geschubst werde oder vielleicht mit dem Messer angegriffen werde. Aber im Nachhinein, man fängt damit an zu leben. Und feste Freundschaften bauen sich auf jeden Fall auf, weil man weiß, wer vorne mit einem davon steht. Und wer eben die Kollegen sticht, ist dann nicht. Wir haben auch Kollegen, die weggerannt sind, aber sind dann am nächsten Tag gleich schwer arbeitslos. Mit der Zeit erkennt man, wer an die Tür gehört oder wer nicht. Nicht jeder kann an der Tür arbeiten. Das gehört auch viel Herz. Also Angst haben wir alle, das kann ich sagen, ich bin der Mutigste, ich habe keine Angst, das ist gelogen. Da glaube ich eine Angst, weil eine Waffe zieht, ich habe eine Familie zu ernähren, jede Angst. In der City-Passage mitten in der Hauptstadt haben verängstigte Ladenbesitzer um Schutz gebeten. Kein Einzelfall. Sicherheitsdienste gehören in deutschen Großstädten in Einkaufszentren oder Ladenpassagen inzwischen zum Stadtbild. Der Sicherheitsdienst, der boomt, muss man sagen, weil die Kriminalität ist enorm gestiegen und dadurch ist auch der Sicherheitsanspruch enorm hoch geworden. Es gibt viele Gangs, Jugendgangs, die einfach kommen in einer Gruppe rein und lenken ab die Verkäuferin und der andere nimmt sich irgendwas mit. Also es ist einfach notwendig und das haben auch die Ladenbesitzer erkannt, dass es fast ohne Security gar nicht mehr geht. Ansonsten steht der Laden leer. Dieses Geschäft hat sich auf hochwertige Designerpullover spezialisiert. Beliebte Ware bei den Jugendgangs. Also ich bin eigentlich glücklich darüber. Ich finde es ganz toll. Also wenn es das über, sag ich mal, jetzt brenzlig wird, wenn ich jetzt beobachte, dass da irgendwelche Jugendlichen unterwegs sind, 4, 5 Mann oder auch mehr, dann mache ich das schon, dass ich, bevor die reinkommen, dass ich den Sicherheitsdienst schon vorher hole, weil die ja dann ganz nützlich sind. Neben Diebstahl ist Scheckkartenbetrug das größte Problem in der Ladenpassage. Einige Besitzer wissen sich nur mit dem Schlagstock zu wehren. Friedlich geht es sowieso nicht, ja. Es ist immer so, dass man zuschlagen muss. Wenn man nicht zuschlägt, dann hat man schon am meisten Ärger, weil die schlagen schon zu. Die sind also wenig kooperativ. Die wollen sich natürlich die Karte nicht wegnehmen lassen, die sie gerade geklaut haben. Und dann sagt man, bloß, jetzt die Karte behalte ich, wie bitte, und dann geht's los. Insofern verteidigt man sich dann meistens, wenn man so ein Ding einsetzt, aber meistens hat man dann ein bisschen was zu tun. Der nächste Einsatz, ein Wohnblock in Neukölln. Wir fahren jetzt zu einem Objekt, wo 90% Ausländer wohnen. Hier ist ganz klar erstmal zu erkennen, warum Security und die Polizei gefordert ist und auch ganz klar überfordert ist. Weil hier sieht man sehr deutlich, dass hier ein Kampf ist, den man eigentlich gar nicht mehr zurückgewinnen kann, weil hier einfach die Kriminalität ihre Wurzeln hat und wächst und gedeiht und man kann nichts gegen tun. Und wir versuchen trotz allem, was sehr, sehr schwierig ist, ein wenig Sicherheit dort den Mietern zu vermitteln, weil eben doch viele bedroht werden. Wenn die banalsten Straftaten, die können wir rechts und links hier sehen, sind Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, räuberische Erpressung. Ihr meint es damit Abziehen von irgendwelchen alleinspazierenden in armbereichen Leuten. Da wird das Handy geklaut, umgehauen, Geld weggenommen. Dann Rauschgifthandel etc. Also diese üblichen Straßenkriminellen, die hier in armbereichen tätig sind. Objektkontrolle!
Sicherheitsdienst da, waren wir beide nur alleine. Dann sind sie schon auf uns los, teilweise mit der Holzlatte. Teilweise haben sie dann gesagt, wir treffen uns nachts wieder oder abends wieder im Dunkeln. Oder beschimpfen uns halt mit sehr vulgären Ausdrücken. Und also ich bin sehr ruhig, muss ich nicht mal sagen. Also ich drehe mich auch um und laufe weiter. Aber immer ruhig zu bleiben ist recht schwierig und kommt immer auf den Charakter auch drauf an. Mein Kollege ist da ein bisschen impulsiver und dann kann es natürlich schnell eskalieren. Und durch den Sicherheitsdienst hat sich eigentlich einigermaßen alles so ein bisschen geregelt und beruhigt. Aber teilweise rasten sie nach wie vor aus. Wie viele Mal sind wir umgegangen, klopfen, hallo, können Sie ein bisschen ruhiger? Macht nicht. Mach nur, also bei dir kommt es ja Lärm zu Ende. Ja, ich weiß es auch nicht. Also. Deswegen, wir müssen, wir können das machen. Die Polizei, und die setzen sich dann eine Stunde hin oder nehmen die Polizei. Aber ich habe schon gesagt, ich muss die Polizei holen. Wir sind hier einfach der falsche Ansprechpartner. Wir sollen die Polizei rufen, wir können ihnen nicht helfen. Ja, sie traut sich, also nicht mit, wenn sie die Polizei rufen. Sein Krämpfe zählen zu den harmlosen Vorkommnissen der Mietersprechstunde. Vor unserer Zeit wurde die Frau Mattes ja überfeigt hier. Sie wurde mit Dreck beschmissen, bedroht und der Herr Knigge, der Hausmeister, wurde auch schon mehrmals angegangen. Also von der Warte aus ist es absolut notwendig. Wiedersehen. Ja. Aber es ist absolut notwendig. Die Leute sind halt unverständnisvoll. Und da Frau Mattes auch eine Frau ist und wir einen großen Anteil an Türken und Arabern hier haben, die leben, haben es halt immer Probleme, wenn eine Frau ihnen erklärt, dass es nicht so läuft, wie sie es in diesem Moment gerade wünschen oder haben möchten. Trotz Massenschlägereien unter Anwohnern, Rauschgift und Waffenhandel ruft der Sicherheitsdienst zwiespältige Gefühle hervor. Die Eins ist ganz voll. Also als ich die Sicherheitsbeauftragte hier gesehen habe, dachte ich, aha, meine Meinung hat sich, dass die irgendwie schlecht geworden ist, einfach nur bestärkt hat. Ja, dass ich gesehen habe, aha, es ist wirklich so weit hier gekommen, dass hier Sicherheitsleute echt Beobachtung machen müssen, was ich eigentlich sehr schätze und auch gut finde. Viele schätzen das auch ab, ja, wenn sie sehen, aha, hier laufen Leute rum, die für die Sicherheit sorgen. Wo ich am 84 hier umgezogen war, das war total sauber, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne weggehen, aber ich habe ja keine Chance. Jahrelang wurden die Wohnungen mit Asylbewerbern und sozial schwachen Familien überbelegt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Uns, die da täglich mit zu tun haben, erschreckt es natürlich auch ja nicht mehr. Auch diese Verdreckung in den Wohnungen, ja, ob da jetzt Kakerlaken sind, Ratten, Schimmel, das ist ja genauso da. Die pullern ins Treppenhaus, die pullern nur in ihrer Wohnung überall hin. Also da riecht es genauso. Seit 7 Monaten sorgt das Team im Auftrag der Hausverwaltung für Sicherheit. Wir sind normal zuständig hier, weil die Mieter ja nun durch diesen hohen Anteil, halt, dass sie ja halt teilweise mit 12 Mann in einer Wohnung leben, haben sie natürlich auch viel Müll und benutzen große Müllsäcke. Und die passen nicht hier oben rein, diese riesen Müllsäcke. Die Tonnen sind leer und deshalb stellen sie den Müll halt daneben ab. Das ist jetzt schon sortiert worden von unserer Reinigungsfirma, sonst liegt das also bergeweise quer durcheinander und alles fliegt raus. Im Sommer natürlich extrem schlimm, weil dieser Geruch ist unerträglich. Ne? Zu den Aufgaben von Manuela Mattes gehören auch Hausbesuche. Was sie erwartet, weiß sie nie. Für diese Wohnung hat sie sich den Schlüssel besorgt. Der Mieter ist verstorben. Es gibt keine Hinterbliebenen. Sie muss die Wohnung räumen lassen. Wohl ist ihr nicht bei ihrem Job. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzlatte schon auf mich los. Dann ist mein Kollege, der Knigge, dazwischen gegangen. Der hat es dann abgewehrt. Und von daher, also meine Sicherheit ist mir wichtig und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Treppenhäuser, Kellerräume und Garage werden regelmäßig kontrolliert. Die Tiefgaragen sind vor unserem Arbeitsbeginn hier im Objekt als Stellplätze für geklaute Autos, die dann entweder ausgeschlachtet und komplett beseitigt wurden. Oder die Reste wurden halt hier einfach stehen gelassen. Durch die Bestreifung unsererseits hat sich dieses Maß einfach reduziert an Autowachs und an den ganzen Schmutz, der eben immer umgelegen hat. Bis nachts um 1 drehen die Männer vom Sicherheitsdienst ihre Runden. Vor 2 Monaten sind wir noch in der Zweierstreife gelaufen. Aber da wir hier massive Probleme mit Anwohnern hatten, haben wir einfach entschlossen aus Sicherheitsgründen, dass wir nur noch zu viert laufen und sich mehr teilen. Das ist einfach eine Eigensicherung, die wir betreiben und von daher gibt es keine Teilung mehr. Es bleibt einfach bei dem, wie es jetzt ist. Und dadurch kann man auch unsere Arbeit effektiver verrichten als vorher. 19.000 Euro im Monat ist der Hausverwaltung der Sicherheitsdienst wert.
ist die sogenannte Mission Impossible, fast unmöglich, hier für 100% Schutz zu sorgen. Eigentlich ist es ein verlorener Krieg, den man gar nicht zurückgewinnen kann. Nur mit einer ständigen Präsenz der Security ist es möglich, hier ein einigermaßen großes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber eins ist klar, wenn die Security hier nicht mehr anwesend wäre, würde wieder der Krieg ausbrechen, der hier ist. 2 Uhr nachts in der Diskothek Palace. Es gibt Stress im Laden. Die Toilettenfrau hat Alarm ausgelöst. Die Türsteher sind im Einsatz. Hallo! Mahlzeit! Vermutlich, so die Türsteher, haben die beiden Gäste Drogen konsumiert. Ein Vergehen, das sofort geahndet wird. Sie werden aus der Disco verwiesen und bekommen Hausverbot. Auch der Sicherheitschef will einen Gast zum Gehen bewegen. Wie einfach ist das, oder? Schwierig, anstrengend. Sehr anstrengend. Das ist recht, wenn jemand betrunken ist. Aber er hat eingesehen, dass er zu betrunken ist. Er konnte gar nicht mehr reden. Der Besucherandrang reißt nicht ab. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens ist die Diskothek am besten besucht. Am Messer finden wir sehr oft. Also gerade so kriegen die, checken ja die Leute vorne ab und da werden sehr oft halt Messer gefunden. Schlagstück hatten wir schon. Schreckschusspistolen. Also es kommt alles vor. Das ist und nicht selten. Immer wieder versuchen abgewiesene Pistengänger, die Türsteher zu überreden, sie doch noch reinzulassen. Vergeblich. Ich weiß nicht, wir sind wohl ein bisschen südländischer als die anderen. Ach Quatsch, man, er ist voll okay eigentlich, aber ja. Er sagt, wir passen da nicht rein, aber stimmt gar nicht. Ich muss mich doch nicht jedes Mal vorstellen. Ich habe mich schon zweimal vorgestellt. Oben habe ich mit ihm geredet, vor einem Monat habe ich mit ihm geredet. Du kennst mich doch auch. Du siehst mich doch auch. Das passiert noch nicht. Warst du im ersten Moment? Ja, aus dem Grund, du wirst auch sauer. Wenn du irgendwo reinkommst, nächste Woche erkennt er dich nicht. Letzte Woche komme ich hier rein ohne Probleme, kein gar nichts. Sieht noch schlimmer aus als jetzt. Nee, er kommt nicht rein. Ich? Warum? Weiß nicht. Bin hier geboren, aufgewachsen. Ohne Begründung. Ist mein Schlittenausweis. Schwarze Haare, Lederjacke, ist normal. Also wir sind zu fünft hergekommen. Ja. Zu fünft kommen wir rein. Der ist der Einzige, der nicht rein darf. Ich würde mich nicht wundern, dass die Türsteher hier Probleme kriegen, wenn wir irgendwelche Freunde hier rufen und hier mal reinschreiben und die Türsteher schlagen. Also, ich bin nicht so einer, aber wenn die anderen es machen, kann ich es richtig verstehen. Man braucht sich die Aggression irgendwie selber auf, ja. Irgendwie an der Tür. Und dafür können die Türsteher eigentlich nur was dafür. Weil der Chef sagt, so sortiert selber aus. Und wenn wir Stammgäste reinkommen und ich bringe halt einen Freund mit, der kein Stammgast ist, dass wir nicht reinkommen, ist irgendwie Quatsch. Ich habe letztes Mal jemanden geschlagen, deswegen komme ich nicht rein. Ja. Egal, ich geh woanders hin. Ist mir scheißegal hier. Drecksdisco hier, alles furzen hier. So, ich war besoffen so. Ich hab mir seine Nase gebrochen, blaues Auge hatte er. Normal! 3-4 Bier und dann. Mal gucken. Ach, diese Türsteher sind Schweine hier. Die Idioten sind das, die haben keine Ahnung. Was ein dickes Fell haben manchmal. So viel auf ihr beleidigt und bedroht werden hier. Du warst bedroht? Überwiegend werden einem Schläge angedroht. Vor allem, man sieht sich zweimal oder. Ich mich irgendwann. Ich zitiere jetzt, ich ficke deine. Sowas, dein Leben und naja. Wann die Situation eskaliert, können auch die routiniertesten Türsteher nicht voraussagen. 190 Euro. Das mag ja sein, aber. Was ist für mich rein? Kann man da schon aussehen? Ich weiß noch, haben wir gar nicht. Aber das ist egal. Plötzlich kippt die Stimmung. Das ist aggressiver, ganz einfach, das ist mein Rechnung. Das ist das hast du mal bereit, Leute. Hat man noch nicht gesehen. Die äußerst schnell hochgehen, also aggressiv werden und sowas wollen wir natürlich hier in Laden absolut nicht haben. Da wollen wir den Schuss lieber hier an der Tür machen. Nach 30 Sekunden ist alles vorbei. Niemand wird verletzt. Die Angreifer flüchten. Oh.
Das ist das beste Beispiel dafür, wie aggressiv alles sich entwickeln kann. So schnell kann das jedes Wochenende passieren. Das hat sich geschlagen, wurde gelernt. Mit Hilfe der Polizei will Michael Kuhr die Täter stellen. Also ich fahre jetzt mit und versuche die Leute zu finden und zu identifizieren. Also vielleicht sind es hier noch ein Umkreis und dann können wir noch eine Anzeige machen. Die Leute waren zwar schon sehr aggressiv gewesen von Anfang an, aber ich hätte nicht gedacht, dass es noch so eskaliert. Da muss man immer damit rechnen, passieren kann es immer, aber dass es so eskaliert, damit hat man nicht rechnen. Also sind alle keine Supermänner, ganz ehrlich. Und Angst hat jeder, aber man muss damit umgehen. Und ich meine, wir müssen das machen und das ist unser Job, das ist gut so, ist okay. Also, und so, wie gesagt, passiert nicht halt täglich und das ist echt okay. Können Sie die beschreiben? Die Türsteher werden als Zeugen vernommen. Die Suche vom Chef ist erfolglos. Wir haben also nur die Jedermannsrechte, das heißt also, wir haben also nicht die Aufgaben der Polizei, wir können also nur reagieren, praktisch im Sinne der Selbstverteidigung in der Notwehr. Ansonsten haben wir relativ wenig Rechte. Wie gesagt, wir sind keine Polizisten. Hi. Zwei Gary Woods so ohne. Zweimal einfach. Seit 1994 schlägt sich der ehemalige Postbote die Nächte in Diskotheken um die Ohren. Also ich hoffe, dass wir doch hier ein bisschen was bewegen können, also dass wir auch was verändern können, dass die Stadt Berlin ein bisschen ruhiger wird. Aber wenn das sich wieder zurückbildet, dann ist man halt so frustriert, dass man wahrscheinlich doch aufhört. Weil das ist ja doch sehr gefährlich, weil man macht sich ja eine ganze Menge Feinde von der anderen Seite und das kann ja doch irgendwann mal in die Hosen gehen. Man kann ja nicht alle ins Gefängnis stecken. Einmal pro Monat trainiert der 41-Jährige auf dem Schießstand. Eine von vielen Voraussetzungen, um den Waffenschein nicht zu verlieren. Wir hatten früher ganz normale Schlägereien, aber wir galten noch das Faustgesetz. Das ist halt vorbei. Es haben viele eben auch Waffen dabei, sprich Butterfly-Messer oder Messer, Dolche, alles Mögliche, eventuell auch bis zu Waffen. Ob die scharf sind, das weiß man nicht, aber wenn man dort angegriffen wird mit einer Waffe oder bedroht wird, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass das eine scharfe Waffe ist. Aber in jedem Fall hat das auch zugenommen, diese enorme Gewaltbereitschaft. Und es ist auch so, dass die Waffen gezeigt werden und die auch eingesetzt werden. Also enorm gefährlich. Beim Personenschutz erwarten die Kunden, dass die Sicherheitsspezialisten mit der Waffe umgehen können. Wenn eine Person richtig gefährdet ist, die Person fürchtet um Leib und Leben, dann sollte man schon eine Waffe haben. Weil man muss immer mit rechnen, dass der Angreifer bewaffnet ist. Und da muss man also auch natürlich entsprechend antworten können. Besondere Aufgaben erfordern ein besonderes Auftreten. Das Team ist gebucht worden, um die Pressekonferenz von Boxweltmeister Sven Ottke abzusichern. Sieht was aus. Die Veranstaltung heute ist ja anders, als wenn wir sonst in unseren Locations arbeiten. Wir haben heute eine Veranstaltung, eine sehr hochwertige Veranstaltung. Also absolute Diskussion, sauberes Arbeiten, gerade stehen, kein Kaugummi kauen, guten Eindruck hinterlassen. Ja? Benni? Kanal 1. Ankunft des Weltmeisters. Michael Kuhr und Sven Ottke haben früher gemeinsam trainiert. Beide sind Berliner, man kennt sich. Egal wo Ottke auftritt, er ist immer von Security umgeben. Also mich hat wieder einer auf die Wolke, weil die sind wichtig. Weil ich kann mich auch nicht selbst verteilen. Wenn irgendwelche Freunde um mich zu kommen, muss man einfach jemanden dabei haben, der für die in die Breche springt. Rund 70 Journalisten werden erwartet. Michael Kuhr, der auch schon die Bambi-Verleihung und die Berlinale betreut hat, weiß aus Erfahrung, dass alle so nah wie möglich an den Star heran wollen. Box-Events haben zudem ihre eigenen Gesetze. Es könnte vorkommen, dass sich zwei Boxer, die gegeneinander kämpfen, bei der Pressekonferenz sich vielleicht schon gar nicht mögen und aufeinander losgehen. Das ist alles möglich. Haben wir schon oft genug gehabt, mehr in Schwäbisch, dass die praktisch die Hauptakteure sich ins Rübeln bekommen. Und da muss man natürlich aufpassen.
Veranstaltungen mit Prominenten haben klare Regeln. So viel Sicherheit wie möglich und so wenig Präsenz wie nötig. Kaum ein Star will nur von seinen Bodyguards umringt sein, wenn er öffentlich auftritt. Nur auf Abruf. Ja. Warte auf das Go von Peter Heinrich, wenn er uns braucht. Das ist natürlich eine Ehre für mich, weil Sven ist Weltmeister, ich war Weltmeister und er war damals ein Fan von mir und ich bin jetzt ein Fan von ihm. Und uns verbindet natürlich eine ganze Menge durch den Boxsport. Nach 90 Minuten ist die Veranstaltung beendet. 8 von 21 festangestellten Mitarbeitern waren im Einsatz. Bei aller Härte hat der Job auch angenehme Seiten. Eins ist klar, die Türsteher sind immer beliebt bei den Frauen. Normalerweise dürfen die kein Gehalt bekommen bei mir. Ja, wunderbar. Das ist ja die beste Idee. Weil alle Türsteher liegen vorne bei den Frauen. Lass mich bitte umsonst rein. Kontrollfahrt ins Lichtenberger Tollhaus, eine Diskothek im Osten der Stadt. Als die Firma vor 4 Jahren die Sicherheit übernahm, war der Ruf des Ladens durch Prügeleien ruiniert. Bis heute sind Schlägereien und Streitigkeiten unter Gästen nicht zu vermeiden. Bei den Auseinandersetzungen geht es meistens um Frauen oder um Begriffe wie Stolz und Respekt. Um zu klären, warum gestritten wurde, wird einer der beiden Kontrahenten zur Rede gestellt. Also stand da, ich habe gesehen, wie der Typ die Frau geschlagen hat, einfach nur hingegangen, meinte er soll damit aufhören. So. Dann hat er wieder angefangen, die ganze Zeit, hat er mich belästigt und das ist einfach alles, was passiert ist. Ich will einfach nur der Frau helfen, ich will in der Disco, um Spaß zu haben und nicht um hier irgendwie Stress zu machen oder sowas, und das ist alles, was ich gemacht habe. Okay, wie wollen wir jetzt entscheiden? Ich habe normalerweise ja so, dass, sag mal, unsere Security das Haus recht haben. Normalerweise würden wir nicht jetzt das Haus verweisen, aber dass es nur eine Streitigkeit war, haben wir jetzt nochmal eine Ausnahme, drücken wir ein Auge zu. Auch im Anbetracht der Uhrzeit, ist schon was Feierabend. Heute noch eine Ausnahme, aber sollte sowas noch einmal vorkommen, das ist definitiv Ende. Ja, das ist eine große gelbe Karte, ja? Ja, alles klar. Okay? Alles klar. Alles klar. Kaum ist dieser Ärger geklärt, folgt der nächste. Weil er angetrunken ist. Wir kommen gerade aus dem Albert, haben 300 Euro liegen gelassen, haben einen Gutschein bekommen fürs Tollhaus. Ja. Und er darf jetzt nicht rein. Jawohl, der Unterschied zwischen Ihnen und... Er ist mit uns gekommen, er ist mit uns dann später reingekommen. Lassen Sie mich bitte ausreden. Der ist ziemlich angetrunken. Ich bin auch angetrunken. Er kommt auch nicht rein. Ich bin auch betrunken und bin hier reingekommen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist eine Schweinerei, muss ich euch gleich sagen. Also ich kann für Rinder trinken, ich kriege eine Fake-Karte dafür. Und wenn ich jetzt dann Kaby trinke und komme jetzt hier rein, bin ich hier angetrunken. Also das heißt, je mehr ich in einem anderen Laden trinke, umso weniger komme ich hier rein. Stimmt ihr mit? Aber ich kriege eine Fake-Karte hier. Kann irgendwie nicht. Das kann es nicht sein. Nee. Wirklich nicht. Da, irgendwas ist da verkehrt. Das Nachtleben von Berlin. Kaum einer kennt es besser als Michael Kur. Erste Erfahrungen als Türsteher sammelte er vor 20 Jahren. Seine bitterste Stunde, der verlorene Kampf um eine Diskothek. Da war ein Durchlauf von fast 800 Leuten und wir hatten nur 2 Mitarbeiter gehabt. Und an diesem Tag ist eine Schlägerei entstanden und die hat sich entwickelt zur Massenschlägerei und wir waren nur zu zweit. Das war unmöglich, dass wir das in den Griff bekommen. Und aufgrund dessen haben wir praktisch die Kündigung bekommen, weil die Geschäftsleitung der Meinung war, wir hätten das mit 2 Mann in den Griff bekommen müssen. Aber das war nicht möglich. Der Laden war brechend voll gewesen und das hätte keiner in den Griff bekommen können mit 2 Mitarbeitern. Außer die haben Supermänner, aber Supermänner, ich habe gute Männer, aber keine Supermänner. Um seine Existenz muss sich der Sicherheitsprofi keine Sorgen machen. Fast täglich bekommt er neue Aufträge. Ganz gegen den Trend in Deutschland. Nächste Woche bei Spiegel TV Extra. Alltag in einer Tagesklinik. Die einen wünschen sich eine größere Brust, andere nicht sehnlicher als ein Kind. Um Frauen ihr Schicksal zu erleichtern, stehen die Ärzte gut 40 Mal am Tag am Operationstisch. Schön natürlich für Sie da. Frauenschicksale am laufenden Band. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie im Internet unter spiegeltv.de. Ich habe Morddrohungen erhalten und bin selber schon angegriffen worden. Man wollte mit einer Holzkarte schon auf mich los, dann ist mein Kollege, der Knicke, dazwischen gegangen, der hat es dann abgewehrt. Und von daher, also meine Sicherheit ist mir
wichtig und deshalb gehe ich hier alleine nicht mehr durch diese Wohnanlage. Treppenhäuser, Kellerräume und Garage werden regelmäßig kontrolliert. Die Tiefgaragen sind vor unserem Arbeitsweg hier im Objekt als Stellplätze für geklaute Autos, die dann entweder ausgeschlachtet und komplett beseitigt wurden oder die Reste wurden halt hier einfach stehen gelassen. Durch die Bestreifung unsererseits hat sich dieses Maß einfach reduziert an Autowachs und an den ganzen Schmutz, der eben im Raum gelegen hat. Bis nachts um eins drehen die Männer vom Sicherheitsdienst ihre Runden. Vor 2 Monaten sind wir noch in der Zweierstreife laufen, aber da wir hier massive Probleme mit Anwohnern hatten, haben wir einfach entschlossen aus Sicherheitsgründen, dass wir nur noch zu viert laufen und sich mehr teilen. Ja, was ich gesehen habe, ist es wirklich so weit hier gekommen, dass hier Sicherheitsleute echt Beobachtung machen müssen, was ich eigentlich sehr schätze und auch gut finde. Viele schätzen das auch ab, ja, wenn sie sehen, ah, hier laufen Leute rum, die für die Sicherheit sorgen. Wo ich am 84 hier umgezogen war, das war total sauber, sehr schön. Jetzt möchte ich gerne weggehen, aber ich habe ja keine Chance. Jahrelang wurden die Wohnungen mit Asylbewerbern und sozial schwachen Familien überbelegt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Uns, die da täglich mit zu tun haben, erschreckt es natürlich auch ja nicht mehr. Auch diese Verdreckung in den Wohnungen, ja, ob da jetzt Kakerlaken sind, Ratten, Schimmel. Das ist genauso da. Die pullern ins Treppenhaus, die pullern in ihrer Wohnung überall hin. Also da richtet genauso. Seit 7 Monaten sorgt das Team im Auftrag der Hausverwaltung für Sicherheit. Wir sind normal zuständig hier, weil die Mieter ja nun durch diesen hohen Anteil, halt, dass sie ja halt teilweise mit 12 Mann in einer Wohnung leben, haben sie natürlich auch viel Müll und benutzen große Müllsäcke. Und die passen nicht hier oben rein, diese riesen Müllsäcke, die Tonnen sind. Beliebt bei den Frauen. Normalerweise dürfen die kein Gehalt bekommen bei mir. Ja, wunderbar. Das ist ja die beste Idee. Weil alle Türsteher liegen vorne bei den Frauen. Lass mich bitte umsonst rein. Kontrollfahrt ins Lichtenberger Tollhaus, eine Diskothek im Osten der Stadt. Als die Firma vor 4 Jahren die Sicherheit übernahm, war der Ruf des Ladens durch Prügeleien ruiniert. Bis heute sind Schlägereien und Streitigkeiten unter Gästen nicht zu vermeiden. Bei den Auseinandersetzungen geht es meistens um Frauen oder um Begriffe wie Stolz und Respekt. Um zu klären. Mahlzeit! Vermutlich, so die Türsteher, haben die beiden Gäste Drogen konsumiert. Ein Vergehen, das sofort geahndet wird. Sie werden aus der Disco verwiesen und bekommen Hausverbot. Auch der Sicherheitschef will einen Gast zum Gehen bewegen. Einfacher Job, oder? Schwierig, anstrengend. Sehr anstrengend. Das ist, wenn jemand betrunken ist. Aber er hat eingesehen, dass er zu betrunken ist. Er konnte gar nicht mehr reden. Der Besucherandrang reißt nicht ab. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens ist die Diskothek am besten besucht. Am Messer finden wir sehr oft. Also gerade also kriegen die, checken ja die Leute vorne ab und da werden sehr oft halt Messer gefunden. Schlagstück hatten wir schon. Schreckschusspistolen. Also es kommt alles vor. Das ist und nicht selten. Immer wieder versuchen abgewiesene Pistengänger, die Türsteher zu überreden, sie doch nicht. Weil man macht sich eine ganze Menge Feinde von der anderen Seite und das kann ja doch irgendwann mal in die Hosen gehen. Man kann ja nicht alle ins Gefängnis stecken. Einmal pro Monat trainiert der 41-Jährige auf dem Schießstand. Eine von vielen Voraussetzungen, um den Waffenschein nicht zu verlieren. Wir hatten früher ganz normale Schlägereien, aber wir halten noch das Faustgesetz. Das ist halt vorbei. Es haben viele eben auch Waffen dabei, sprich Butterfly-Messer oder Messer, deutsche
alles Mögliche, eventuell auch bis zu Waffen. Ob die scharf sind, das weiß man nicht. Aber wenn man dort angegriffen wird mit einer Waffe oder bedroht wird, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass das eine scharfe Waffe ist. Aber in jedem Fall hat das auch zugenommen. Diese enorme Gewaltbereitschaft. Und es ist auch so, dass die Waffen gezeigt werden und die auch eingesetzt werden. Also enorm gefährlich. Beim Personenschutz. Das ist nicht der normale Weg von Sicherheitsfirmen in im gastronomischen Bereich, weil alle irgendwo versuchen, selber noch irgendwo in der Marken hierbei zu verdienen. Der ehemalige Kickbox-Weltmeister hat klare Vorstellungen, wie er bei ihm arbeiten darf. Auch richtige Männer. Das heißt, Leute, die auch das Herz an der richtigen Stelle haben. Ja, das zeigt sich dann erst im Gespräch, haben sie alle Mut und können alles. Und wenn die Leute arbeiten, die erste Stresssituation ist da, das kommt zur Schlägerei, passiert es oft, dass die Leute dann eben halt weg sind, auf Toilette sind oder kurz ein Getränk genommen haben, aber nicht da sind, wo die Stresssituation ist. Das heißt, sie haben Angst. Und wenn ich das merke, dann werden sie natürlich sofort entlassen. Weil an der Tür, der Job ist hart, das ist brutal mitunter und man braucht das Herz hier. Und wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Weitere Voraussetzungen, die Mitarbeiter müssen über 25 Jahre alt sein, ein sauberes Führungszeugnis haben. Gewinnen kann, weil hier einfach die Kriminalität ihre Wurzeln hat und wächst und gedeiht und man kann nichts gegen tun. Und wir versuchen trotz allem, was sehr, sehr schwierig ist, ein wenig Sicherheit dort den Mietern zu vermitteln, weil eben doch viele bedroht werden. Die banalsten Straftaten, die können wir rechts und links hier sehen, das sind Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, räuberische Erpressung. Ihr meint es damit Abziehen von irgendwelchen allein spazieren gehenden in Abendbereichen Leuten. Da wird das Handy geklaut, umgehauen, Geld weggenommen. Dann Rauschgifthandel etc. Also diese üblichen Straßenkriminellen, die hier in Abendbereichen tätig sind. Objektkontrolle! Beim Personenschutz erwarten die Kunden, dass die Sicherheitsspezialisten mit der Waffe umgehen können. Wenn eine Person richtig gefährdet ist, die Person fürchtet um Leib und Leben, dann sollte man schon eine Waffe haben. Weil man muss immer mit rechnen, dass der Angreifer bewaffnet ist. Und da muss man also auch natürlich entsprechend antworten können. Besondere Aufgaben erfordern ein besonderes Auftreten. Das Team ist gebucht worden, um die Pressekonferenz von Boxweltmeister Sven Ottke abzusichern. Sieht so nass aus. Die Veranstaltung heute ist ja anders, als wenn wir sonst in unsere Locations arbeiten. Wir haben heute eine Veranstaltung, eine sehr hochwertige Veranstaltung. Also absolute Diskretion, sauberes Arbeiten, gerade stehen, kein Kaugummi kauen, guten Eindruck hinterlassen. Ja? Benni? Kanal 1. Die Disco Star Island hat erst vor wenigen Monaten eröffnet. 6 Türsteher regeln den Einlass. Gerade am Anfang will man hier kein Sicherheitsrisiko eingehen. Der Laden muss sein Publikum erst noch finden. Die Türsteher wissen genau, wen sie wollen und wen nicht. Da müssen sie ausschreien. Party. Keine Aggressivität wollen wir hier sehen. Die Leute sollen dringend keine Angst bekommen. Die Leute wollen hier feiern, die wollen ein bisschen Spaß haben, die wollen ihr Geld ausgeben. Die wollen nicht zu locker aussehen, nicht zu sportlich, auf gar keinen Fall. Und ich denke mal, das Publikum haben wir auch. Was gegen sportlich einzuwenden? Ja, sportlich verleitet doch schnell. Ich denke, Jogginghose aber bestimmt mal einen Fußtritt oder sonst so wie was. Oder ist mir ja, die Sachen sind, haben sowieso nicht so großen Wert, als wenn ich eine Bundfaltenhose habe oder teure Schuhe, Budapest oder so, dann trete ich mal schnell zu. Muss nicht unbedingt sein. Aber der Gesamtbild verändert sich auch dadurch. Lieber eine legere Armgarderobe, dann passt doch alles. Alles ist eine andere Situation. Alles ist Wedding. Hier ist spannend. In jeder Diskothek herrschen unterschiedliche Kleiderordnungen. Wir bekommen das ja vorher schon von der Geschäftsführung. Die sagen, wir wollen ein bestimmtes Publikum haben. Und nach diesen Regeln säubern wir praktisch den Laden. Das heißt, wenn Sicherheitsdienst da waren wir beide nur alleine, dann sind sie schon auf uns los, teilweise mit der Holzlatte, teilweise haben sie dann gesagt, wir treffen uns nachts wieder oder abends wieder im Dunkeln
oder beschimpfen uns halt mit sehr vulgären Ausdrücken. Und also ich bin sehr ruhig, muss ich nicht mal sagen. Also ich drehe mich auch um und laufe weiter. Aber immer ruhig zu bleiben ist recht schwierig und kommt immer auf den Charakter drauf an. Mein Kollege ist da ein bisschen impulsiver und dann kann es natürlich schnell eskalieren. Und durch den Sicherheitsdienst hat sich eigentlich einigermaßen alles so ein bisschen geregelt und beruhigt. Aber teilweise rasten sie nach wie vor aus. Wie viele Mal sind wir umgegangen, klopfen, hallo, können Sie ein bisschen ruhiger? Mach nicht. Wenn hier kommt, ist der Lärm zu Ende. Ja, ich weiß es auch nicht. Deswegen, wir müssen die Kölnisch machen. Die Polizei. Und die setzen sich dann eine Stunde hin oder nehmen die Polizei. Aber ich habe schon gesagt, sie muss die Polizei holen. Wir sind hier einfach der. Bevor Michael Kohl mit seinem Sicherheitsteam das Palace übernahm, gab es jedes Wochenende Schlägereien, Überfälle und Messerattacken auf die Türsteher. Als Türsteher irgendwo zu arbeiten, egal in welcher Diskothek, ist immer ein sehr großes Risiko, weil immer die Gefahr besteht, dass irgendein Durchgeknallter da ist, weil er eventuell abgewiesen wird oder weil er der Meinung ist, sich zu profilieren, dass es da zum großen Knall kommt. Also das ist wirklich der Job als Türsteher ist sehr gefährlich. Viele Diskotheken sind rechtsfreie Räume und die Schlägertrupps oft Handlanger von Schutzgelderpressern. Erst übernehmen sie den Job an der Tür und später den ganzen Laden. Gängige Praxis in der Berliner Diskothekenszene. Im Umgang mit Schlägern und Messerstechern geht Michael Kuhr seinen eigenen Weg. Wir haben ja eine Politik, die sich absetzt von den anderen. Wenn es zur Streiterei kommt, sprich zur Schlägerei, halten wir, oder zumindest versuchen wir, denjenigen festzuhalten und der Polizei zu übergeben und machen eine Anzeige. Wegen Bedrohung, wegen Nötigung, versuchten Hausfriedensbruch. Das ist natürlich für die eine härtere Bestrafung, als wenn sie jetzt eine große Tracht Prügel von uns bekommen. Berlin-Spandau kurz nach 23 Uhr. Die Disco Star Island hat erst vor wenigen Monaten eröffnet. 6 Türsteher regeln den Einlass. Gerade am Anfang will man hier kein Sicherheitsrisiko eingehen. Der Laden muss sein Publikum erst noch finden. Die Türsteher wissen genau, wen sie wollen und wen nicht. Ja, müssen sie ausstrahlen. Party. Keine Aggressivität wollen wir hier sehen. Die Leute sollen drin keine Angst bekommen. Die Leute wollen hier feiern, die wollen hier ein bisschen Spaß haben, die wollen ihr Geld ausgeben. Die wollen nicht zu locker aussehen, nicht zu sportlich, auf gar keinen Fall. Und ich denke mal, die Publikum haben wir auch. Was gegen sportlich einzuwenden? Ja, sportlich verleitet doch schnell. Wenn ich in Jogginghose habe, bestimmt man Fußtritt oder sonst sowas. Oder ist mir ja, die Sachen sind, haben sowieso nicht so großen Wert, als wenn ich eine Bundfaltenhose habe oder teure Schuhe, Budapester oder so, dann trete ich mal schnell zu. Muss nicht unbedingt sein. Aber das Gesamtbild verändert sich auch dadurch. Lieber eine legere Armkartprobe, dann passt doch alles schon. Alles ist eine andere Situation. Alles ist Wedding. Hier ist Spandau. In jeder Diskothek herrschen unterschiedliche Kleiderordnungen. Wir bekommen das ja vorher geschrieben von der Geschäftsführung. Die sagen, die wollen ein bestimmtes Publikum haben. Und nach diesen Regeln säubern wir praktisch den Laden. Das heißt, wenn der Geschäftsführer sagt, keinen mit Turnschuhen, dann lassen wir keinen mit Turnschuhen rein. Oder keinen mit Jeans. Gefegte Garderobe, dann lassen wir eben halt nur mit Garderobe rein. So selektieren wir eben halt nach den Bedingungen, nach den Vorschriften und Wünschen vom Geschäftsführer. Fallen dem Sicherheitsexperten außerdem Straftaten auf, informiert er die Polizei. Ich bekomme von mir Informationen, wer Stress macht, wer versucht eventuell seinen Schutz dort anzubieten, wer eventuell versucht Drogen zu kaufen. Die Informationen werden von mir weitergegeben. Und das ist nicht der normale Weg von Sicherheitsfirmen im gastronomischen Bereich, weil alle irgendwo versuchen, selber noch irgendwo eine Marke hierbei zu verdienen. Der ehemalige Kickbox-Weltmeister hat klare Vorstellungen, wer bei ihm arbeiten darf. Welche Männer? Das heißt, Leute, die auch das Herz an der richtigen Stelle haben. Ja, das zeigt sich dann erst im Gespräch, haben sie alle Mut und können alles. Und wenn die Leute arbeiten, eine erste Stresssituation ist da, das kommt zur Schlägerei, passiert es oft, dass die Leute dann eben halt weg sind, auf Toilette sind oder kurz ein Getränk genommen haben, aber nicht da sind, wo die Stresssituation ist. Das heißt, sie haben Angst. Und wenn ich das merke, dann werden sie natürlich sofort entlassen. Weil an der Tür, der Job ist hart, ist brutal mitunter und man braucht das Herz hier. Und wer wirklich Angst hat, der kann diesen Job nicht machen. Weitere Voraussetzungen, die Mitarbeiter müssen über 25 Jahre alt sein, ein sauberes Führungszeugnis haben und Kampfsport betreiben, damit sie sich im Ernstfall verteidigen können.
Ein paar Gangs haben uns angegriffen. Mit Baseballschlägern, Messern, Waffen. Letzte Woche, vor 3 Wochen, wurde ich mit einer Machete bedroht von Albaner. Ja, nur solche Sachen, ich stehe rein. Was macht man da, wenn einer Front steht mit einer Machete? Nicht den Rambo spielen und rausgehen und 1-1 gegen 1, sondern 1-1-0 Polizei rufen am besten. Und im schlimmsten Fall, da muss man sich wehren. Deswegen trainieren wir auch. 4-mal die Woche, das wird vom Chef erwartet. Bravo! Es ist Arbeit wie einer auch, wo ich mich auch auf dem Bau mit einer Steife verletzen kann oder einen Betonrinnenfall oder sonst was. So kann es auch mal passieren, dass ich auf die Nase kriege oder dass ich geschubst werde oder vielleicht mit einem Messer angegriffen werde. Aber im Nachhinein, ja, man fängt damit an zu leben. Und feste Freundschaften bauen sich auf jeden Fall auf, weil man weiß, wer vorne mit einem anderen steht. Und wer eben die Kollegen sticht, ist noch nicht. Wir haben auch Kollegen, die weggerannt sind, aber sind dann am nächsten Tag gleich schwer arbeitslos. Mit der Zeit erkennt man, wer an die Tür gehört oder wer nicht. Nicht jeder kann an der Tür arbeiten. Das gehört auch viel Herz. Also Angst haben wir alle. Das kann ich sagen, ich bin der Mutigste, ich habe keine Angst. Das ist gelogen. Da glaube ich eine Angst, weil dann war es dick. Ich habe eine Familie zu ernähren. Jede Angst. In der City-Passage mitten in der Hauptstadt haben verängstigte Ladenbesitzer um Schutz gebeten. Kein Einzelfall. Sicherheitsdienste gehören in deutschen Großstädten in Einkaufszentren oder Ladenpassagen inzwischen zum Stadtbild. Der Sicherheitsdienst, der boomt, muss man sagen, weil die Kriminalität ist enorm gestiegen und dadurch ist auch der Sicherheitsanspruch enorm hoch geworden. Es gibt viele Gangs, Jugendgangs, die einfach kommen in einer Gruppe rein und lenken ab, die Verkäuferin und der andere nimmt sich irgendwas mit. Also es ist einfach notwendig und das haben auch die Ladenbesitzer erkannt, dass es fast ohne Security gar nicht mehr geht. Ansonsten steht der Laden leer. Dieses Geschäft hat sich auf hochwertige Designerpullover spezialisiert. Beliebte Ware bei den Jugendgangs. Also ich bin eigentlich glücklich darüber. Ich finde es ganz toll. Also wenn es das über, sag ich mal, jetzt brenzlig wird, wenn ich jetzt beobachte, dass da irgendwelche Jugendlichen unterwegs sind, 4, 5 Mann oder auch mehr, dann mache ich das schon, dass ich, bevor die reinkommen, dass ich den Sicherheitsdienst schon vorher hole, weil die ja dann ganz nützlich sind. Neben Diebstahl ist Scheckkartenbetrug das größte Problem in der Ladenpassage. Einige Besitzer wissen sich nur mit dem Schlagstock zu wehren. Friedlich geht es sowieso nicht, ja. Es ist immer so, dass man zuschlagen muss. Wenn man nicht zusteckt, dann hat man schon am meisten Ärger, weil die schlagen schon zu. Die sind also wenig kooperativ. Die wollen sich natürlich die Karte nicht wegnehmen lassen, die sie gerade geklaut haben. Und dann sagt man, wirft jetzt die Karte, behalte ich, wie bitte, und dann geht's los. Insofern verteidigt man sich dann meistens, wenn man nun so ein Ding einsetzt, das verlangt, aber meistens hat man dann ein bisschen was zu tun. Der nächste Einsatz, ein Wohnblock in Neukölln. Wir fahren jetzt zu einem Objekt, wo 90% Ausländer wohnen. Hier ist ganz klar erstmal zu erkennen, warum Security und die Polizei gefordert ist und auch ganz klar überfordert ist. Weil hier sieht man sehr deutlich, dass hier ein Kampf ist, den man eigentlich gar nicht mehr zurückgewinnen kann, weil hier einfach die Kriminalität ihre Wurzeln hat und wächst und gedeiht und man kann nichts gegen tun. Und wir versuchen trotz allem, was sehr, sehr schwierig ist, ein wenig Sicherheit dort den Mietern zu vermitteln, weil eben doch viele bedroht werden. Da gibt es meine alten Straftaten, die können wir rechts und links hier sehen, das sind Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, räuberische Erpressung. Ihr meint es damit Abziehen von irgendwelchen allein spazierengehenden in Abendbereichen Leuten. Da wird das Handy geklaut, umgehauen, Geld weggenommen. Dann Rauschgifthandel etc. Also diese üblichen Straßenkriminellen, die hier in Abendbereichen tätig sind. Objektkontrolle! Sicherheitsdienst da, waren wir beide nur alleine. Dann sind sie schon auf uns los, teilweise mit der Holzlatte. Teilweise haben sie dann gesagt, wir treffen uns nachts wieder oder abends wieder im Dunkeln. Oder beschimpfen uns halt mit sehr vulgären Ausdrücken.
Und also ich bin sehr ruhig, muss ich mal sagen. Also ich drehe mich auch um und laufe weiter. Aber immer ruhig zu bleiben ist recht schwierig und kommt immer auf den Charakter auch drauf an. Mein Kollege ist da ein bisschen impulsiver und dann kann es natürlich schnell eskalieren. Und durch den Sicherheitsdienst hat sich eigentlich einigermaßen alles so ein bisschen geregelt und beruhigt. Aber teilweise rasten sie nach wie vor aus. Ja. Wie viele Mal sind wir umgegangen, klopfen, hallo, und können Sie ein bisschen ruhiger? Macht nicht. Wenn hier kommt, kommt, ist der Lärm zu Ende. Ja, ich weiß es auch nicht. Also. Deswegen, wir müssen. Die können das machen. Wir. Musst du die Zeit? Und die setzen sich eine Stunde hin oder nehmen die Zeit? Aber ich habe schon mal gesagt, sie muss die Polizei holen. Wir sind hier einfach der falsche Ansprechpartner. Wir sollen die Polizei rufen. Wir können ihnen nicht helfen. Ja, sie traut sich. Sie traut sich also nicht mit. Wenn sie die Polizei ruft. Weinkrämpfe zählen zu den harmlosen.